Was bedeutet jemanden hops nehmen? Immer öfter hört man, dass jemand hops genommen wurde. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Das Wort hops genommen existiert so wirklich im Duden und das schon seit langem. Hätte ich auch nicht gedacht. Unter Jugendlichen hat es sich allerdings erst 2019 verbreitet. Besonders weil bekannte Personen dieses Wort immer öfter benutzt haben. Im Besonderen wiederum Influencer. Als Beispiel wäre hier zum Beispiel Unge zu nennen. Jemanden hops nehmen bedeutet jemanden dran kriegen. Also jemanden auf frischer Tat ertappen. Wenn ihr also merkt, dass jemand lügt, ihn auffliegen lässt und beweist, dass er gelogen hat, dann habt ihr ihn hops genommen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und wieder was sehr Wertvolles beibringen. Küsschen aufs Nüsschen und bis zum nächsten Mal. Ciao.